Die CO2-Emissionen weltweit sind auf einem Höhepunkt angekommen. Und Tatsache ist, dass ungefähr 30% des innerstädtischen Verkehrs auf Parkplatzsuche ist und dadurch 30% aller Emissionen eigentlich unnötig sind. Denn wenn diese Fahrer Daten hätten, könnten sie die leidige Suche eben vermeiden. Wir können eben 100% aller Fahrer erreichen, und zwar sowohl über unsere digitalen Systeme, das heißt Apps, in den Navigationssystemen, aber eben gerade durch unsere lokalen Parkleitsysteme können wir eben allen Fahrern, die nach einem Parkplatz suchen, genaue Informationen geben, um sie in die Lage zu versetzen, wirklich intelligente Entscheidungen zu treffen und zu verhindern, unnötige Emissionen zu erzeugen, indem wir ihnen eben sagen, fahr nicht in die Innenstadt, weil da ist alles belegt, sondern steuere gleich einen Parkplatz an, da bist du viel schneller in deinem Einkaufszentrum, viel schneller in deinem Restaurant oder viel schneller im Kino. Wir wollen sehr wohl, dass die Menschen öffentliche Verkehrsmittel, emissionsneutrale Verkehrsmittel benutzen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel auch im Park and Ride eben einen Service anzubieten, mit dem die Fahrer 100% wissen, sie können wirklich ihren Zug erreichen und sie müssen nicht lange nach einem Parkplatz suchen. Das heißt, unser Ziel ist natürlich, den Verkehr auch in den Innenstädten zu minimieren. Und wir als Clever City sehen uns als das Interface, als die Nahtstelle zwischen verschiedenen Transportmitteln. Und die wollen wir so schön und so komfortabel wie möglich gestalten.